die Düngerstreuermarke Rauch kombiniert mit einem GPS-Mod wäre auch krass. Ja, und Fahrgassenautomatik oder sowas, ne? Welche Karte ist das gerade? Das ist die Standard-Map, die Felsbrunnen. Die reale Landwirtschaft braucht auf jeden Fall noch Regen. Ja. Lest meine letzte Nachricht. Oh, wann war denn die? Schau ich mal. LU Schwarz. Pleuger wäre noch geil. Das sind holländische Kartoffel, Spinat und Erbsenernter. Ja, klingt auch gut. Könnte was sein. Jo, stimmt. Rauch verbinde ich auch irgendwie. Ich habe ja eine Zeit lang auch so eine Phase gehabt, weiß ich nicht, so mit 10 Jahren um den Dreh, glaube ich, wo ich so Siko-Traktoren gesammelt habe. Und da hatte ich auf jeden Fall auch eine Rauchdüngerstreuer, das weiß ich noch. Der steht hier sicher auch noch irgendwo in der Kiste. Aber mittlerweile bekommen den immer die Kleinen in der Verwandtschaft, wenn sie mal zu Besuch sind, zum Spielen. Dementsprechend ist er, glaube ich, nicht mehr so ganz so heil. Das ist das Problem. Regenungsanlage. Oh, weiß nicht, ob mich das jetzt so hart interessieren würde. Am Ende brauchst du nur einen Gruppelflug und alle sind glücklich. Ja. Ich weiß nicht, ich finde die DLCs irgendwie, diese Fahrzeugerweiterungen, kicken mich nicht so. Ich glaube auch, dass das sich früher immer mehr an die Konsolenleute gerichtet hat. So. Oh, was habe ich denn hier angehangen? Wollte doch die Sellmaschine. Die Konsolenleute sind halt, denke ich, einfach weil es weniger für die Konsole gibt, dann eher noch so bereit dazu, okay, für ein paar neue Geräte gebe ich jetzt Geld aus. Und generell ist ja dieser DLC-Markt, glaube ich, auch auf der Konsole. Als Konsolenkäufer ist man da, glaube ich, mehr daran gewöhnt, dauernd irgendwelche Erweiterungspacks zu kaufen. Das ist ja bei vielen Spielen so. Generell ist DLS da ja eigentlich noch harmlos. Die sind ja mehr oder weniger auch einfach nur auf den Trend aufgesprungen. So, weil ich noch gucken wollte, ob man da jetzt fliegen muss auf dem Feld, was ich... Nö, da muss man jetzt gar nicht. Sehr schön. Könnte natürlich trotzdem fliegen, aber das muss man schauen. Sind die so gut, die Rauchgeräte? Oder wie kommst du da speziell auf Rauch? Sind die besten. Ja. Wenn ihr das sagt, ich bin ja bei der realen Landwirtschaft so ein bisschen außen vor, ne? Ich kann mir anhören, was ihr dazu sagt und manche Sachen kann ich auch nachvollziehen oder halt nicht, aber ich bin da, ne? Ich kann euch da jetzt keine wertvollen Infos so wirklich zu geben. Wollte mal gucken, was ich denn alternativ noch an Sätechnik hätte, die in der Lage ist, Baumwolle zu säen. Obwohl es ja eigentlich Quatsch ist, jetzt nur für eine Runde. Ich finde es auch cool, dass die Condor wieder da ist, muss ich ehrlich sagen. So die Sämaschine im LS13, die irgendwann immer jeder hatte. Jetzt sind die ganz dicken Geräte, ne? Die schöne Geräte, aber absolut übertrieben. Absolut übertrieben. Allein der hier, ne?
Also was Sinn machen würde, würde ich sagen, ist noch, wo haben wir die denn? Sätechnik? Warte mal. Baumwolltechnik. Ja, da müssen wir nachher sowieso noch mal gucken. Ne? Wahrscheinlich brauchen wir wieder Modul. Nee, ist mir nur aufgefallen, dass es die Marke noch nicht im LS gibt, weil in der. Okay. Ja, klar, wenn man. Aber ich finde, mittlerweile muss man echt nach den Marken suchen, die es nicht hier gibt, ne? Einfach weil es so viel gibt. Es ist nicht mehr so, dass man das Spiel öffnet und sich denkt, wo ist die Marke, wie früher im LS11, wo man gedacht hat, hey, wo ist denn Fendt, wo ist John Deere, wo ist Klaas? Ne? 15er, dann, wo ist dann hier Fendt, John Deere, Klaas? Und dann war Fendt raus, jetzt John Deere raus. Also, und jetzt letzten Endes kann ich eigentlich nur noch fragen bei den Treckern, mal in erster Linie, wo ist Klaas? Und die Antwort darauf, Klaas kommt bald. So. Der gibt hier weiterhin alles. Der fleißige Helfer. Was hat der Kleine hier nochmal an Leistung? 150 PS. Könnte man den ja eigentlich auch mal Feldarbeit zumuten, ne? Ich mag das ja auch irgendwie, mal so Geräte auf dem Acker zu haben. Alles klar. Ich glaube, viele Traktoren. Jeder hat seine Favoriten. Ja, das auf jeden Fall. Aber mittlerweile ist ja auch fast alles abgedeckt. Ne? Es ist nicht mehr so, dass wir nur Deutz haben oder nur Fendt. Wie ganz am Anfang. Eben mal reparieren. Und dann auf jeden Fall. Leute, schlägt ihr mich, wenn ich das mache? Reifen sind auch schon cool. Ich glaube, ich hätte tatsächlich mal gerne Zwillingsbereifung. Ja, also langsam musst du anfangen, dort im LS zu suchen. Auf jeden Fall. Ich habe noch keinen Deutz mehr angeschaut, im NS19 fällt mir dabei auf. So, ich bin da mal weg, sagt der Unix. Ciao, wir sehen uns. Ich denke mal, nächste Woche wird dann wohl alles glatt laufen, hoffe ich. Irgendwie hatte ich jetzt einfach mal Bock auf Doppelbereifung. Ich weiß, man braucht es nicht, aber. Ne? Manchmal möchte man auch einfach was haben. Das gibt es auch. Und ich weiß, auch das hier ist Quatsch. Man hätte direkt fliegen können. Aber ich will es jetzt einmal einheitlich haben. Habe ich mir ja überlegt. Mit Doppelbereifung hier sind die irgendwie auch ganz geil, ne? Boah, ich weiß gar nicht, wie man eine Runde Zug gefahren bin. Lass uns das mal machen. Einfach mal hier ein bisschen gucken. Schon schön hier, ne? Ich habe mir, glaube ich, die Map auf der Gamescom besser angeguckt, als seitdem ich sie hier habe. Das könnte man natürlich auch noch mal eben machen, ne? Deutsch suchen. Kompakttraktoren, beziehungsweise können einfach nach Marken gehen, ne? Geht ja noch schneller.
Detroit 2. Ein. Ja. Habe ich mir gedacht. Serie 9. Früher der TTV, der X720. Da weiß ich noch, da waren die großen Helden. Im Endeffekt im LS 13er. Das waren die Sachen, die man da gerne haben wollte. Ja, das zweite offiziell zu kaufen macht schon Sinn. Das Blöde ist nur, dann ist das Spiel ja auch schon wieder so alt, beziehungsweise die Add-ons, dass es irgendwann auch schon wieder vorbei ist. Also man kauft die dann immer für einen überschaubareren Zeitraum. Was ja auch nicht jedem so passt, sag ich mal. Das ist aber krass hier mit den Oberleitungen gemacht, ist mir noch nie so aufgefallen. Ich finde die schön. Also, die sieht so ein bisschen aus wie diese österreichische Nostalgiebahn, die es auf der Landwehrkanal gab, finde ich. Ganz schön rasant hier unterwegs. Gut, das sind wir ja, ne? Im Endeffekt habe ich ja Tempomat eingelegt. Deshalb geht die hier so ab. Echt schnell. Kann man da vorne irgendwo die Weiche umstellen, dass man hier rechts vorbeiballert? Ich muss auf jeden Fall sagen, dass der LS19 einen fast wunschlos glücklich macht, aber es fesselt mich aus unerklärlichen Gründen nicht so wie seine Vorgänger. Geht mir ähnlich. Es ist der beste LS. Das war einfach jedes Mal so, der neueste ist der beste. Und die haben sich eigentlich nie in irgendeinem Punkt verschlechtert. Was mir vorhin aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist einfach so eine Gameplay-Entscheidung, die man jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Was ich schade finde, dass keine Felder mehr versteigert werden. Das fand ich beim 13er noch richtig geil. Ansonsten ist es einfach... Ich glaube, die Grafik stellt einen zufrieden. Die Map stellt einen eigentlich auch die Standard-Map erstmal zufrieden. Der Fuhrpark ist einfach nur gigantisch. Die Qualität ist super. Ich finde auch die Bearbeitungstiefe mit Kalk und den ganzen Kram ist einfach... Ja, mehr braucht man nicht. Ich brauche keine Herbizide. Ja, C-Hörnchen! Ich brauche keine Herbizide A, B, C bis Z oder was. Und brauche eine Tabelle mit pH-Werten und hast du nicht gesehen. Also Kalk, Pflügen, zwei Düngerstufen, so wie ich das jetzt hier habe. Ich finde, so ist das eine gute Vereinfachung. Es ist noch komplex genug, aber es... ist weit von der Realität weg, aber es berücksichtigt die Realität. Prodax, auch mal wieder da. Lange nichts mehr von dir gehört. Mensch, dann will man gleich Feierabend machen und da kommen sie alle. Nico, irgendwie, wann müssen wir das mal hinkriegen, dass du mittwochs vielleicht ab 4:30, 5 Uhr mal mitspielen kannst. Damit wir uns auch mal so im Livestream mal wieder unterhalten können. Wie kann man den Kias einstellen? Weiß nicht, den Kias kann man nicht einstellen, der ist einfach da oder nicht. Der macht, was er möchte. Boah, wo sind wir denn? Bin ja echt noch nie mit dem Zug gefahren, ne? Ach, da hinten am Ostspeicher. Alles klar, dann haben wir ja gleich unsere Runde geschafft. Nico, Nico, Nico. Ja, der läuft. Der Case läuft. Motor Marce, danke für dein Abo. So. Was wollten wir noch? Genau, ich wollte mir noch ein bisschen hier mein Fendt anschauen bei der Arbeit. Ne? Mit Doppelbereifung hatte ich ja mal Bock drauf. Entschuldigung, ich weiß, es ist Geschmackssache und eigentlich auch Quatsch, aber war jetzt nicht notwendig, aber mir gefiel das mal. Dann laufen ja auch alle Geräte. Ja, ich werde gleich mal den Livestream für heute beenden. Ich hoffe, dass ich es diese Woche hinbekomme, mal wieder jeden Tag eine Aufzeichnung hochzuladen, jeden Tag eine Folge.
Ansonsten guck gerne mal beim Loop vorbei, beim Projekt Großland. Da werde ich in den nächsten Tagen auch mal zu Gast sein als Mitspieler für 2 oder 3 Folgen. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.